Hallo Kinder, wie geht es euch? Seid ihr bereit für eine neue Geschichte? Lola und ich haben heute eine neue Geschichte von Dani Dax für euch. Also, bequem hinsetzen, Ohren spitzen und zuhören. Dani Dax will eine rote Kappe. Jeden Tag, wenn Dani Dax aus der Schule heimkam, riss er sich seine grüne Kappe vom Kopf, knallte sie auf den Boden und rief: Ich hasse diese blöde Kappe. Ich will eine rote. Alle Kinder in meiner Klasse haben rote Kappen. Dann hob Mama Dax die Kappe vom Boden auf und sagte: Diese Kappe ist nicht blöd, sondern sehr hübsch. Grün steht ja besser als rot. Und Papa Dax sagte: Man muss nicht immer haben, was alle anderen haben. Aber Dani sah das anders und jammerte weiter, so lange, bis Mama Dax endlich sagte: Wenn dir eine rote Kappe so wichtig ist, dann kriegst du halt eine. Heute noch? Fragte Dani. Okay, heute noch, du Nervensäge. Sagte Mama Dax, nahm ihren Geldbeutel und machte sich mit Dani und Papa Dax auf den Weg. Im Wald gab es nur einen Laden, der Kinderkappen führte. Und dort waren alle roten Mützen ausverkauft. Sind weggegangen wie warme Semmeln, sagte die Verkaufseule. Alle Kinder wollten heuer rote Kappen. Doppelt so viele hätte ich verkaufen können. Aber die Kappenfabrik hat keine mehr auf Lager. Dani weinte den ganzen Heimweg. Und daheim legte er sich ins Bett und schluchzte das Kissen nass. Am Abend, als Dani mit rot geweinten Augen eingeschlafen war, sagte Papa Dax zu Mama Dax: Das Kind tut mir so leid. Können wir ihm nicht selbst eine rote Kappe nähen? Wir haben keinen Stoff, sagte Mama Dax. Nehmen wir meine rote Weste, sagte Papa Dax. Schneiden wir aus ihr die Kappe. Die rote Weste hast du doch so gern, rief Mama Dax. Papa Dax zog die rote Weste aus und murmelte: Meinen Sohn habe ich noch lieber. Mama und Papa Dax hatten noch nie eine Kappe genäht. Und es ist gar nicht einfach, eine Kappe ordentlich hinzukriegen. Aber sie schafften es. Um Mitternacht hatten sie eine prächtige rote Kappe fertig. Dani Dax schlug vor Freude einen Salto rückwärts, als er am Morgen die prächtige rote Kappe sah. Endlich, endlich hatte er genau so eine Kappe wie alle anderen Kinder in seiner Klasse. Danke, Mama, danke, Papa, jubelte er. Er setzte die rote Kappe auf, gab Mama und Papa Dax je einen dicken Kuss und machte sich auf den Weg in die Schule. Keine 5 Schritte war Dani vom Dax-Bauweg, da riss ihm ein Windstoß die rote Kappe vom Kopf und wirbelte sie in die Luft. Mama, Papa, Hilfe! Brüllte Dani und schaute verzweifelt hinter seiner roten Kappe her, die über die Baumwipfel flog und immer kleiner und kleiner wurde. Als Papa und Mama Dax aus dem Bau rauskamen, war die Kappe nur mehr ein klitzekleiner roter Punkt, weit, weit weg am Himmel. Mama Dax sagte: Nichts bleibt ewig in der Luft, alles fällt wieder runter. Papa Dax sagte: So ist es, kommt, wir gehen die Kappe suchen. Mama Dax sagte: Aber das Kind muss doch in die Schule. Papa Dax sagte: Manchmal kann etwas wichtiger als Schule sein. Wenn du meinst, sagte Mama Dax. Kreuz und quer liefen Mama und Papa und Dani Dax durch den Wald. Jeden, den sie trafen, fragten sie: Hast du eine rote Kappe gesehen? Aber niemand hatte eine rote Kappe gesehen. Erst als es stockfinster war, gaben sie auf. Sei nicht traurig, tröstete Papa Dax Dani.
Morgen nach der Schule machen wir weiter. 7 Tage lang, jeden Nachmittag, suchten sie im Wald nach der roten Kappe. Aber sie fanden sie nicht. Am 8. Tag lief ihnen Feli Feldmaus über den Weg. Rote Kappe? Überlegte sie. Könnte gut sein. Sie deutete zur Wiese vor dem Wald. Hinter der Wiese ist ein Haus. Hinter dem Haus ist ein Garten. In dem Garten ist ein Apfelbaum. Und in seiner Krone hängt etwas Rotes, das garantiert kein Apfel ist. Mama, Papa und Dani Dachs rannten aus dem Wald über die Wiese hinter das kleine Haus in den Garten zum Apfelbaum. Zwischen den grünen Blättern blitzte es tatsächlich rot, rund und kappengroß. Echt wahr! Da hängt sie, jubelte Dani und schlug vor Freude einen Salto rückwärts. Papa Dachs kratzte sich an die Nase. Das tat er immer, wenn er nachdachte. Und wie kriegen wir sie runter? Fragte er. Wir besorgen uns eine Leiter, sagte Mama Dachs. Dani rief, das dauert zu lange. Bis wir mit einer Leiter zurück wären, könnte der Wind meine Kappe wieder weggeweht haben. Außerdem sind wir drei im Leitersprossenklettern nicht gut, murmelte Papa Dachs. Mama Dachs bückte sich. Seht mal, was da liegt, rief sie. Papa Dachs sagte, ein altes Wäscheseil, na und? Mama Dachs hob das Seil auf. Gut 5 Meter lang war es. Ich bin keine üble Werferin, sagte sie. Ich könnte das Seil über den Ast dort oben werfen. Sie zeigte auf den Apfelbaumast, in dessen Zweigen die Kappe hing. Wozu? Fragte Papa Dachs. Mama Dachs nahm ein Seilende in die rechte Vorderpfote, kniff das linke Auge zu, holte weit aus und schleuderte das Seil hoch. Es flitzte über den Ast drüber und baumelte zum Boden runter. Pack es und halt es fest, sagte Mama Dachs zu Papa Dachs. Wozu? Fragte Papa Dachs. Aber er packte das Seilende und hielt es fest. Er tat immer brav, was Mama Dachs sagte. Mama Dachs band Dani ans andere Seilende um den Bauch. Jetzt zieh mit aller Kraft, verlangte sie von Papa Dachs. Wozu? Fragte Papa Dachs. Mama Dachs sagte, damit du deinen Sohn zum Ast raufziehst und er an die Kappe rankommt. Kapiert? Kapiert, murmelte Papa Dachs und zog an seinem Seilende. Mit jedem Stück Seil, das er runterzog, flutschte Dani ein Stück näher an den Ast mit der Kappe ran. Wohl war ihm dabei nicht in seinem Fell, aber er machte keinen Mucks. Er dachte, um meine Kappe wiederzukriegen, halte ich das aus. Nicht runter, nach oben schauen, sonst wird dir schwindelig, rief Mama Dachs. Dani schaute nach oben. Näher und näher kam er zur Kappe. Gleich habe ich sie, fehlen nur noch ein paar Zentimeter, japste er und streckte die Pfoten nach der Kappe aus. Papa Dachs zog schnaufend am Seil, vor lauter Freude, dass die Schwerarbeit bald geschafft sein würde, zog er ein bisschen zu kräftig. Dani flutschte nicht bloß ein paar Zentimeter hoch, sondern bis zum Ast und kam neben der roten Kappe zu sitzen. Und da sah er, dass die Kappe nicht leer war. 3 kleine Eier, gebettet in Moos und Gras, lagen drin. Da hatte ein Vogel aus seiner schönen roten Kappe ein Nest gemacht. Willst du da oben übernachten? Mir fallen gleich die Pfoten ab, rief Papa Dachs zum Ast rauf. In der Kappe sind 3 Eier, rief Dani vom Ast runter. So eine Frechheit, rief Mama Dachs zum Ast rauf. In fremden Kappen legt man keine Eier. Und Papa Dachs rief hinterher, ist dein gutes Recht, sie rauszuwerfen. Gehen sie beim Rauswerfen kaputt, rief Dani vom Ast runter. Ist wohl anzunehmen, rief Mama Dachs zum Ast rauf. Dani Dachs seufzte 3-mal tief. Hmm.
nickte den drei Eiern in der roten Kappe traurig zu und rief nach unten: Seid mich ab! Die Kappe lasse ich, wo sie ist. Papa Dachs ließ langsam das Seil durch die Pfoten gleiten, bis Dani wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Mama Dachs dröselte den Knopf auf, mit dem das Seil um Danis Bauch festgemacht war. Man muss nicht immer haben, was alle anderen haben, sagte Dani Dachs. Und grün steht mir sowieso besser als rot. Mama Dachs und Papa Dachs waren schrecklich gerührt. Du bist so ein gutes Kind, riefen sie. Die Eltern der Eier können dir sehr, sehr dankbar sein. Kaum hatten sie es gesagt, flatterten zwei Vögel dem Astbaum, Apfelbaum zu. Als sie über Mama und Papa und Dani Dachs waren, ließ jeder ein Häufchen fallen. Eines plumpste Papa Dachs auf die Schnauze, eines Mama Dachs. Ihr Biester, soll das dankbar sein? Riefen Papa Dachs und Mama Dachs hinter den Vögeln her und wischten die grausige Kacke aus dem Fell. Na sowieso, sagte Dani Dachs und grinste von einem Ohr bis zum anderen. Mich haben sie aus Dankbarkeit nicht bekackt. So, Kinder, das war die Geschichte. Und jetzt haben wir wieder 5 Sätze für euch, wo ihr entscheiden müsst, ob das richtig oder falsch ist. Und eine Frage. Der erste Satz lautet: Dani Dachs will eine gelbe Kappe. Ist das richtig oder falsch? Im Geschäft gibt es keine rote Kappe mehr. Richtig oder falsch? Mama und Papa Dachs nähen eine rote Kappe. Richtig oder falsch? Der Fuchs stiehlt die rote Kappe von Dani Dachs. Richtig oder falsch? Sie finden die Kappe wieder. Richtig oder falsch? Und jetzt kommt die Meisterfrage. Was macht Dani Dachs mit der Kappe und warum? So, ihr Lieben, wenn ihr das alles beantwortet habt, dann ist eure Übung fertig.